Hüseyin kam auf die Idee, sich seinen eigenen 3D-Drucker aufzubauen. Er nahm dafür das Gehäuse eines alten Defekt Prosa E3. Willst du uns kurz erzählen, was deine ersten Überlegungen bei diesem Projekt waren? Meine ersten Überlegungen waren, ob wir die Vorlage von Prosa E3 nutzen. Und alles hat sich danach aufgebaut, nachdem ich mich entschieden habe, den gesamten Drucker mit 24 Volt zu betreiben. Denn wir haben damit geringere Ströme und die Achsen fahren damit deutlich leiser. Das ist dann nicht mehr so laut wie bei den gängigen 3D-Druckern. Das klingt auf jeden Fall sinnvoll. Wie bist du dabei genau vorgegangen? Und zwar bin ich damit vorgegangen, dass ich die ganzen Komponenten erstmal teile. Ich habe eine elektronische Seite und eine mechanische Seite. Begonnen habe ich diesmal mit der elektronischen Seite. Warum? Denn ich wollte sehen, ob die vorhandenen Motoren überhaupt funktionieren. Denn es hätte gar keinen Sinn gemacht, wenn ich jetzt sofort die mechanischen Teile wechsle und davon ausgehe, dass die Motoren funktionieren, dass die Stepper-Driver funktionieren, und das wäre einfach von vornherein halt zu viel Arbeit gewesen. Deshalb zuerst die Elektronik geprüft, die vorhanden war, und nachdem das erstmal erfolgreich abgeschlossen wurde, konnte ich dann mit der Mechanik anfangen. Danach habe ich die ganzen Komponenten getauscht, wie zum Beispiel die Kupplungen, die Führungen, neue Extruder und neue Halterungen. Sind dabei irgendwelche Probleme aufgetreten? Kam irgendwas Erwartetes? Ist vielleicht sogar irgendwas Unerwartetes aufgetreten? Ja, meistens war das so, wenn man ein Problem löst, dann gibt es immer zwei, drei neue. Deshalb gab es zwischendurch Probleme, über die ich auch selber nachdenken musste, wie ich sie löse am besten. Ich habe versucht, einen Extruder zu drucken, aber das gefiel mir nicht so besonders, denn ich hatte keine wirklichen Vorschubmöglichkeit des Filaments am Ende. Und schließlich habe ich mich für einen Extruder entschieden, was aus Metall ist, damit ich halt einen schönen Vorschub habe, damit das Filament schön in den Extruder, sozusagen in den Hotend, gedrückt wird. Und da gibt es auch jetzt wieder Probleme, dass die Steps nicht übereinstimmen. Ich muss die Motoren nochmal einstellen. Aber war schon ein Erfolg, dass überhaupt etwas gedruckt werden konnte. Denn somit habe ich gesehen, dass erstmal die Komponenten stimmen. Okay, wenn du das gleiche Projekt nochmal beginnen würdest, würdest du irgendwas anders machen oder würdest du alles gleich lassen? Höchstwahrscheinlich würde ich ohne die Vorlage anfangen, einen Drucker aufzubauen, denn ich habe gemerkt, ich muss mich immer an die Vorlage halten. Die Abmaße waren vorgegeben, die Größe war vorgegeben. Ich musste schon mich an gewisse Vorkonstruktionen halten. Das war schon sehr schwierig, aber zum einen habe ich auch sehr viele Erfahrungen gemacht. Und ein Projekt so derart hatte ich noch nie gemacht, und ich bin auch dankbar dafür, dass ich das Projekt machen durfte, denn ich konnte mich austoben und viele eigene Sachen ausprobieren, und das hat mich schon sehr gefreut, dass ich daran zwischendurch mal arbeiten durfte. Wenn ich mal Probleme zu Hause mit meinem 3D-Drucker habe, könntest du mir da in Zukunft vielleicht helfen? Das ist ein sehr schönes Thema, was du gerade ansprichst, denn es ist wirklich vorteilhaft, wenn man sich so eine Community aufbauen würde oder so ein Troubleshooting, so eine Webseite hätte. Denn ich hatte auch einen User, den ich sehr schnell helfen konnte, indem ich einfach gesagt habe, du könntest deine Temperatur mal einfach erhöhen. Dann haftet vielleicht dein Filament besser oder andere Probleme, die aufgetreten sind. Also ich hatte schon einige gute Ergebnisse. Alles klar, naja, vielleicht überlegen wir uns ja noch irgendwas in die Richtung. Super, dann danke ich dir auf jeden Fall für dein Projekt und natürlich auch für dieses Interview. Und gerne. Dann bis auf die nächsten Projekte.